Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf der Rodetalkarte in Transport Fever 2 zur nächsten Folge. Sehr schön. Unser Eurocity fährt hier gerade in Kassel in den Hauptbahnhof ein. Und ach, es ist immer wieder schön mit den Bergen im Hintergrund. Eine wunderschöne Landschaft, ja, auf der wir heute weiterbauen werden. Und zwar nehmen wir heute in Angriff den Schienenstrang rechts an der Rhone vorbei. Da habe ich Folgendes vor. Hier müssen wir dann wahrscheinlich wieder den Bach entfernen. Ne? Was mir auch aufgefallen ist, hier sind unwahrscheinlich viele dieser Vogelschwärme unterwegs. Oder die ballen sich halt einfach immer nur. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall möchte ich hier heute den Streckenstrang weiterbauen. Einmal hier nach Monthey und dann ja nach Saint-Maurice. Da müssen wir mal gucken hier. Da müssen wir wahrscheinlich hier im Zuge der Schnellfahrstrecke hier einen zweiten Tunnel bauen und so ein bisschen hier dem Verlauf der Schnellfahrstrecke folgen. Ist aber auch nicht weiter tragisch, dass wir dann, ja, vielleicht hier noch eine zweite Brücke und dann aber hier mit und dann hier rein. Nee, die Gleise, doch genau. Die zwei Gleise hier haben wir ja noch frei. Das war dann, genau, der liegt ja schon hier. Den habe ich ja schon hier. Hier müssen wir dann quasi mit dran. Na gut, das können wir nochmal abreißen und dann hier oben lang führen. Das ist der Plan für heute. Mal gucken, wie weit wir kommen. Zweite Streckenstrang hier von Kassel aus. Wir haben hier noch einen Bahnsteig frei. Die Strecke geht ja im Moment hier rein. Die wird dann natürlich weitergeführt und die soll dann, das geht aber gar nicht, ne? Na gut, wir können die trotzdem hier reinführen. Hier rein. Und dann möchte ich ja noch einen zweiten Streckenstrang, der hier Kopf macht. Hier, hier sind die Kopfgleise, genau. Ja, Problem ist nur, dass wir da auf der Schnellfahrstrecke mit rauskommen, ne? Das habe ich gar nicht bedacht. Wir können hier auch nicht nach unten in den Tunnel, weil hier die Straße ist. Das heißt, wir müssten die Schnellfahrstrecke und die Gleise hier in der Mitte ein Stück weit weiter viergleisig ziehen und die Gleise in der Mitte dann in den Tunnel und hier einmal nach rechts unter der Hauptstrecke hier auch durch. Kriegen wir schon hin, denke ich. Wir haben hier nochmal kurz gucken. Die zwei Gleise und die vier. Hier haben wir die Durchfahrgleise. Ja, das bündeln wir dann zu einem Streckenstrang. Ich würde vorschlagen, wir machen hier sogar noch ein Dörfchen hin. Denn der zweite Streckenstrang, der soll dann eventuell hier noch anhalten im Dörfchen. Und dann hier einmal rum um den Berg und hier nach oben. Nach Val-d'Illès oder Val-d'Illès und Champéry. Da schauen wir mal. Wir haben hier unten 65 Meter und hier oben, das ist schon ordentlich, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir hier wirklich hochkommen. Ha, das ist ja der Wahnsinn. Das wird gar nicht so einfach, aber das kriegen wir schon hin. Irgendwie schön in Serpentinen so, einmal rüber und dann wieder rüber. Schön hier in Brücken. Vielleicht sogar eingleisig mit Ausweichstrecken in den Bahnhöfen. Aber darum soll es heute noch nicht gehen. Heute erstmal die zweite Strecke. Auf der rechten Seite. Was aber eigentlich... Wir bauen jetzt auf der rechten Seite eine Strecke für ein Dörfchen, für Monthey. Fahren dann hier rein, wo die linke Strecke hier schon reingeht, nach Saint-Maurice und fahren dann hier nach Martigny. Nur hier wären es dann halt mehrere, ne? Hier wäre es auch nur eins. Rides. Dafür eine zweite Strecke bauen? Puh. Ist schon irgendwie, macht gar keinen Sinn eigentlich, ne? Eventuell wäre es vielleicht gar nicht so blöd, die Strecke doch hier lang zu führen. Dann wieder zurück und in den Bahnhof. Oder hier mit der Strecke in den Tunnel. Dann hier raus, hier rüber und hier noch ein Örtchen hin und dann rein.
und dann einfach hier als Brücke wieder rüber überwerfen und hier reinfahren. Gucken wir erstmal, dass wir heute nach St. Maurice kommen. Hier haben wir ja Aigle und Olen und wir bauen jetzt hier noch eine Stadt hin. Das ist, glaube ich, ja, sinnvoll. Bauen wir hier noch ein Städtchen. Na, was macht er denn? Na, so aber nicht. Einmal den Bach hier rausnehmen. Ist immer schade, die rauszunehmen, aber das Blöde ist halt wirklich, ich weiß, man könnte sich die Mod installieren, um solche Brücken hier zu bauen. Solche, so niedrige. Aber nee, ich nehme die lieber raus. Ist jetzt nichts, wo ich sage, boah, das ist jetzt unfassbar geil, das muss auf der Karte bleiben. Es ist schön anzusehen, klar, aber geht auch ohne. Normal würde der Streckenverlauf sogar hier lang gehen, ne? Oder wir fahren hier gleich lang. Das geht natürlich auch. Dass wir hier rausfahren und hier entlang. Quasi hier gar nicht halten in Kassel. Dass wir so eine Expressverbindung darüber machen. Und hier. Macht das Sinn? Ich bin gerade nicht so entscheidungsfreudig, ja, das gebe ich zu. Bisher haben wir noch gar nichts gemacht, aber macht das Sinn hier rüber, ohne in Kassel anzuhalten? Oder wir machen zwei Linien. Das können wir auch machen, ne? Nee, wir machen das von Kassel aus. Kassel hat so viele Gleise. Das wäre dann schon irgendwie blöd, die nicht zu nutzen. So, das hier alles weg. Schön abreißen. Alles weg. Das fängt hier an. Und zack. So, jetzt können wir uns auch hier unser Städtchen bauen. Hier, genau, perfekt. Meilendorf. Ja, Meilendorf passt, oder? Vielleicht besser erst den Bahnhof zu bauen. Zwei Gleise. Aber hier wird ja auch der Güterverkehr durchgeführt. Deswegen. Dann machen wir erstmal ein Gleis. Stellen uns hier den Bahnhof hin. Auch hier direkt dran, würde ich mal sagen. Hier hin. Nicht zu nah an dem anderen Örtchen. Hier so schön in die Mitte. Natürlich wieder die Holzgleise gebaut, wie immer. Gleise 160, die hier. Dann der Bahnsteig. Logo? Nö, dann immer das Neue. Das ist schon okay. Kehl Hauptbahnhof haben wir auch noch. Könnten wir auf die andere Seite bauen. Einen Neubau und einen Altbau. Gar nicht so verkehrt. Mache ich auch. Schön. Bisschen versetzt. Dann setze ich mir hier die Straßen hin.
Eine geht hier vorbei. Eine geht hier vorbei. Genau. Dann legen wir jetzt erstmal die Schienen. Und dann kümmern wir uns um den Rest. So, wir müssen ja nach hier. Fangen wir hier erstmal an. Durchfahrgleise sind rechts. Das heißt, was ist denn hier los? Hält denn der hier vorne? Terminals? Nee. Der muss hier vorne halten. Hier. An der. Welche ist das? Die 5, ne? Nee. Die 8. Terminal 8. Hier vorne. Genau. Damit er dann hier vorne anhält und nicht da hinten rausragt. Gut, dass ich das auch noch gesehen habe. So. Wird jetzt einfach die mittleren einmal hier rum. Das geht dann. Okay, das wäre auch das Durchfahrgleis hier. Das passt also. Das können wir hier so schön. Zack. Das ist das Durchfahrgleis und das sind ja die Durchfahrgleise auf der Seite. Das bedeutet, das ziehe ich jetzt noch ein bisschen, wir machen hier eine viergleisige Brücke. Na, immer die gleiche, ist auch langweilig, ne? Wir könnten hier mal so ein Steinviadukt nehmen. 60. Einmal hier viergleisig rüber. So. Ja, das wirkt doch cool. Durchfahren. Kann da anhalten. Und nach dem Viadukt schütten wir auf. Das ist dann das rechte Gleis. Also das zweite in die Richtung. Wann kommt der Bahnhof da vorne? Wir könnten das hier auch viergleisig lassen, ne? Das geht natürlich auch. Und dann halt einfach viergleisig da in den Bahnhof rein. Das ginge natürlich auch. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Nämlich hier das Durchfahrgleis rechts, das rechts und auf der Seite einmal Güter. Ach, jetzt gehe ich noch mal zurück. Meine Güte, guck mal, ich baue jetzt hier trotzdem mal eine Weiche rein, dass wir hier einmal rüberkommen und hier einmal rüberkommen. Hier fädeln wir dann beides einfach so ein. Das will er aber nicht. Einmal und zweimal.
So. Genau, dann haben wir das nämlich aufgefädelt. Das Einzige, was wir jetzt noch benötigen, ist eine Weiche. Die hier rüber geht, weil das ist ja jetzt nur das Durchvergleis. Die zwei linken sind nur die Durchvergleise. Das heißt, wir bräuchten jetzt noch eine Weiche. Oder wir könnten noch einmal unten drunter durchgehen, ne? Dass ich das jetzt. Ne, wartet mal. Ist alles ein bisschen, heute ein bisschen komplexer. Aber es muss am Ende ja dann auch passen, ne? Noch ein Stück. Ein Stück gerade. Das dann hier rein. Das hier muss dann ja auch hier rüber, weil das ja hier das Durchvergleis ist. Genau. Hier einmal Durchvergleis, hier einmal Durchvergleis und der Schienenstrang geht dann in die Richtung. Und der hier. Dann auch nach dem Bahnhof hier rüber. So. Und dann passt das. Perfekt. Ziehen wir uns hier ein Stück raus. Das aussieht, wenn wir hier direkt dran gehen. Sieht nicht so toll aus. Okay, die Straße mache ich hier eh weg. Können wir das bauen? Dran. Hier an der Stelle weg. Genau, das führt ja hier eh nur zur Baumaterialfabrik. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn die Straße hier nicht mehr da ist. Genau, perfekt. Hier dann raus. Rein und hier genauso, damit wir hier natürlich auch anhalten können. Das sieht gut aus, auch von den weichen Bereichen her. Passt das soweit? Oh, schönes Panorama. Einfach nur herrlich. Gut, das rechte Gleis. Führt hier einmal rechts rüber, hier rechts rüber und hier. Und hier haben wir ja die Weiche gebaut. Um von dem dritten hier rüber zu kommen aus Durchfahrgleis. Genau. Das ist also soweit okay. Dann möchte ich hier natürlich noch einen Bahnhof bauen. Güterverkehr wurde jetzt auch übrigens öfter gefragt, warum ich keinen Güterverkehr habe. Der kommt natürlich noch. Nur im Moment noch nicht. Erstmal möchte ich die Hauptstrecken legen, das hatte ich ja jetzt schon öfter gesagt. Und dann wird es in Zukunft natürlich auch noch Güterverkehr geben. Definitiv. Definitiv. Mal schauen, was wir hier noch an Bahnhöfen so haben mit Durchvergleisen. Ob wir hier irgendwas haben.
was ich bisher noch nicht gebaut habe. Aber die gehen auch. Also der Bahnhof geht auch. Zwei Gleise. Ist auch so ein schöner Regionalbahnhof. Ist die Frage, wo wir dann hinwollen, ne? Fahren wir hier. Ja, gut, hier fahren wir einfach in den Tunnel dann rein. Müssen dann ja hier im Tunnel wieder rauskommen. Haben wir hier drei Tunnel. Auch krass irgendwie. Die Stadt breitet sich ja auch schon gut aus, ne? Ziehen wir hier erstmal das Gleis in den Tunnel rein. Gerade. Ein weiterer Tunnel. Brücke. Da nehme ich dann aber die gleiche wie auf der anderen Seite, damit sich das auch gut anpasst. Na, wäre jetzt irgendwie blöd, irgendwie da eine andere zu nehmen. Tunnelportal. Das sieht doch ganz schick aus hier an der Stelle. Richtig schön wuchtig. Das gefällt mir. Und einmal hier hinein. Okay. Es würde schön aussehen, ja. Mal kurz wegnehmen. Und hier das auch noch mal weg, dass wir hier den Boden noch mal planieren, so, dass wir hier nämlich nicht so lang eine Brücke haben. Das hier oben vielleicht, das Viadukt, das sieht so besser aus, ne? Ja, viel besser so. Ach, das sieht doch schön aus. Das nehmen wir mal weg. Gleichen das mal hier alles schön an. Das gefällt mir. Das sieht super aus. Schön. Wusste ich gar nicht, dass das denn so aussieht. Ja, wieder was dazugelernt. Hier gleich die Brückenpfeiler verbauen. Wenn ich sie denn finde. Da. Ohne. Da könnten wir auch eigentlich ein Widerlager hier reinbauen. Zweigleisig. Ja, warum nicht? Könnten wir auch direkt hier nach dem Tunnel. Zack. Zack. Zack und zack. Sogar so ein Damm. Das macht doch was her. Schön. Ja, blöd, dass die hier unten jetzt reinbauen. Dann nehmen wir mal das unsichtbare Gleis und verhindern das mal. Bitte nichts hier hinbauen. Dankeschön. Ja, so könnt ihr verhindern, dass die Stadt euch da reinfuscht. RE2, na, weit weg vom Plus. Obwohl, der macht Plus hier. Und dann geht's weiter im Text. Ach, die Zeit in den Folgen, die rennt immer so, ne? Das ist echt blöd. Wie schnell die Zeit immer dahin rast. Hierhin. Hier können wir dann auch mal wieder mit dem Bahnübergang fungieren. Das übrigens mit Absicht nicht immer so symmetrisch, dass die Weichen am gleichen Punkt beginnen. Hier, ne? Beginnt sie ja hier und hier beginnt sie hier. Dass das nicht immer so alles so, ja, so gleich aussieht.
gut, hier fahren sogar Autos hier rüber. Das heißt, hier müssten wir sogar den Bahnübergang noch erhalten. Den machen wir mal weg. Ist ja alles hier so verbunden. Und dann behalten wir hier den Bahnübergang. Hier vorne. Vorher aber die Straße mal aufwerten. Die ganzen Feldwege hier, weiß ich nicht. So. Und dann einmal hier rechts lang. Hier rüber. Aber nicht ganz so. Eher so. Hier brauchen wir natürlich einen passenden Bahnübergang. Da nehmen wir, nee, den nicht. Land Road. Nur mit Schranke, Halbschranken. Ausreichend. Und dann einmal an den Bahnhof. Ah, da freue ich mich auch schon wirklich drauf, wenn hier die Bahnlinien alle liegen und wir da wirklich ins Detail gehen können. Ich denke, dass das schon ziemlich genial wird. Also hoffe ich. Boah, den Bach würde ich aber tatsächlich gerne lassen. Der kommt ja ganz von hier oben. Tja. Ja, ist nur die Frage jetzt, ne? Wir können ja hier Wasserwege anlegen. Lasst uns den mal hier ein Stück abreißen. Und dann nicht upgraden, sondern bauen. So. Aber ein Stück tiefer. Das ist aber die falsche Farbe. Das ist die richtige, ne? Ja, das ist die richtige. Dann hoffe ich, dass ich hier. Na gut, wir könnten jetzt trotzdem bauen. Ah, so passt. So würde das passen. Hier ein Bahnübergang. Und hier eine Brücke. Nur welche? Na gut, wir könnten ja echt, ja, wir brauchen hier auch keine Brückenpfeiler eigentlich. Das geht hier auch ohne. Was ist jetzt los? Hä? Muss ich hier etappenweise bauen, damit es funktioniert. Und eventuell sollten wir hier auch einen gesicherten Bahnübergang bauen. Aber nur eventuell. Nur eventuell. Ja. Nee, also das ist ja, wenn man das hier so sieht, das ist ja einmal runter, dann nochmal runter.
Das taugt mir jetzt nicht so gut hier an der Stelle. Ich nehme hier mal die Straße raus, damit ich hier die Schiene weiter gerade bauen kann auf dem Damm und nicht so eine Achterbahn hier drin habe. Und dann muss das Ganze dann in einen Tunnel, die Straße oder in eine Brücke übergehen. Ach, das sieht doch auch super aus. Schaut euch das mal an. Ist das nicht genial? Ach, wunderbar. Einfach nur schön. Gut. Und dann müssen wir hier natürlich einmal dran. Ich hoffe, das passt. 160. Das passt sogar, ne? Das passt doch super. Überall 160. Ohne Geschwindigkeitsverlust. Perfekt. Und dann hätten wir den Abschnitt nach Saint-Maurice tatsächlich fertig. Schön. Das ist doch genial. Kannst du noch ein bisschen glätten hier? Hier auch. Den Bahndamm so ein bisschen glätten. Überall. Und da müssen wir natürlich wieder malen. Die Felder hier rausmalen. Dann passt das Ganze. Und hier. Und dann natürlich gucken, dass wir die Straßen noch fertig bauen, ohne Bäume, mit Bäumen. Okay. Gibt es mit und ohne Bäume? Schau mal einen an. Ja, man könnte jetzt hier einen Bahnübergang hinbauen, ne? Das ginge. Möchte ich aber nicht. Nee. Möchte ich nicht. Standardbrücke hier drüber. Wie gehabt. Das ziehen wir auch nochmal durch. Ziehen hier die Brücke noch ein Stück weiter. Und dann hier einmal im Bogen nach unten. Im großzügigen Bogen. Einmal hinunter. Und hier machen wir das ganz anders. Hier machen wir das Ganze gleich so. So. Das wird dann zur Landstraße hier, die einmal hier rüber geht. Zack. Und dann auch einmal nach Kassel. Klar, müsste ich jetzt nicht bauen. Definitiv nicht. Na, dann müssten die ja alle meinen Zug nehmen, aber. Nee, kannst ja auch übertreiben. Und da können wir doch hier wunderbar diese Brücke nehmen. Naja, das ist ja, man könnte jetzt auch einfach zwischen allen Städten die Straßenverbindung kappen. Wie gesagt, da müssen die ja die Züge, Busse, was auch immer ich da einsetze, benutzen. Aber das ist ja dann auch, ist ja fast wie cheaten. Schon irgendwie langweilig, ne? Hier würde ich jetzt aber trotzdem einen Bahnübergang hinmachen. Aber außerhalb der Stadt. Und da nehmen wir dann auch wieder Halbschranken. Einmal hier rüber. Und hier einmal, ja, einfach hier dran. Und dann noch einmal nach hier. So. 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 Hier auch noch mal ein Update. Und dann
können wir hier noch die Stadt hinbauen. Zack. Waltershofen, das hört sich doch gut an. Das ist doch wunderbar. Schön, gefällt mir. Gut. Hätten wir den Streckenabschnitt gebaut, in der nächsten Folge bauen wir dann den Streckenabschnitt hier nach Martigny auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir dann auch noch weiterkommen in diese Richtung hier. Auf die Strecke hier freue ich mich auch schon. Ne? Hier eine kleine Seilbahn runter. Von Verbier. Kleine Seilbahn hier runter. Ja, da können wir auch die Kabine nehmen, die Pendelbahn. Und dann hier mit dem Zug durchs Tal. Einmal nach hier unten. Schön hier rum. Und dann vielleicht sogar hier einen kleinen Kopfbahnhof für die Nebenbahn. Das, denke ich, wird schön werden. Gut, danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.